herzlich willkommen zur Serie DevSecOps. Diesmal Kills Rebuild and True Immutability. Was es damit auf sich hat und warum man das durchaus effizient einsetzen kann, um seine CI-Pipeline zu beschleunigen, darum geht es jetzt. Mein Name ist Sven Ruppert, ich bin Developer-Advokat bei JFrog und ich werde heute ein wenig darüber erzählen, wie man DevSecOps bzw. True Immutability von Repositories und Repository-Strukturen effizient einsetzen kann. So, Kills Rebuilds heißt der Titel und dann noch No True Immutability. Was hat es damit auf sich? Also, gehen wir mal davon aus, bei der Softwareentwicklung, dass du irgendeine Form von Dependency Management verwendest, zum Beispiel Maven, Docker, Debian Repositories, was auch immer. Du hast auf jeden Fall irgendeine Form von Repositorien im Background. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn du mit Maven arbeitest und du hast ein lokales .m2-Verzeichnis, darin sind alle gecached Binaries drin. Alles, was Maven darin nicht findet, weil du eine neue Dependency deklariert hast, wird dann in dem, sagen wir mal, konfigurierten Repository angesprochen, zum Beispiel in deinem Netzwerk, dein Caching-Repository. Und wenn da das Zeug nicht drin ist, dann geht es zum Beispiel zu Bintray oder Maven Central und schaut nach, ob es da ist. So, wenn ich jetzt natürlich irgendwie spezielle Sachen von bestimmten Firmen habe, dann habe ich schon verschiedene Remote-Repositories, was ich, Red Hat und wie sie alle heißen. So, das ist gut, wenn man nur übers Cachen nachdenkt. Warum? Ich ziehe also Sachen mit einer festen Versionsnummer in meinen lokalen Cache und von meinem in meinen eigenen Cache, in meinem Netzwerk und von da aus in mein lokales Verzeichnis. Jetzt kann man natürlich geteilter Meinung sein, ob ich das lokal auch nochmal brauche, wenn ich es in der Firma vorhalte schon oder so. Aber letztendlich, solange ich eine feste Versionsnummer habe, also immutable bin an der Stelle, kann ich das Binary ja beliebig oft cachen, weil ich muss ja gar nicht nachschauen, was ist. Anders sieht es aus bei Snapshots. Jetzt haben wir Snapshots und jetzt haben wir damit zu kämpfen, dass zum Beispiel Maven auch sowas wie Timeouts und Reduktion von Anfragefrequenzen und sowas hat. Das heißt, damit Maven Central nicht total überlastet wird, gibt es ja so eine Art Timeout und wenn ich jetzt danach frage, sag mal, gibt es diese Version, egal ob das gut oder schlecht war das Ergebnis, bekomme ich dann eine Antwort und diese Antwort wird dann mein Cache vorhalten und wird dann zum Beispiel erst in 5 Minuten wirklich nochmal fragen, auch wenn ich bei mir ständig sage, bitte mach das, außer ich zwinge Maven dazu, dass ich eben nochmal anfrage. So, aber im Großen und Ganzen ist das halt gut zum Cachen, das auf jeden Fall. Allerdings, wenn ich jetzt mit kürzeren Versionen, also mit Snapshots oder so arbeiten möchte und da möchte ich zusehen, dass die möglichst aktuell hin und her geschoben werden, dann habe ich ein Problem. Wann kommt denn sowas zu tragen? Also, gehen wir mal davon aus, es ist eine größere Firma, die hat zum Beispiel ein singuläres Repository ganz am Anfang. Und dort werden alle Sachen gecached, die überhaupt aus dem Internet geholt werden. Dann geht es in die jeweiligen Subsegmente und ich baue da nochmal welche auf, zum Beispiel, weil die Abteilung A und die Abteilung B, die haben andere Sachen und so. Alles soweit gut und schön. Das heißt, ich habe jetzt immer, dass ich ein Kind habe und Kind ist immer ein Superset des Vaters, weil ich ja alles das habe, was der Vater hat, plus das, was ich selber nochmal dort hineinlege. Wenn ich jetzt zwei Pfade innerhalb meiner Struktur habe, also meines Baumes, dann muss ich mir überlegen, sag mal, wie bekomme ich das eigentlich hin, dass ich solche Snapshots zwischen den einzelnen Pfaden meines Baumes teile. Jetzt kann ich also selber bauen. Wenn ich das dann habe, dann kann ich das immer in mein Repository legen. Jetzt habe ich eine Version, die ich möchte sharen. Dann lege ich das in den Vater, der von uns beiden irgendwie Vater ist und dann droppelt es da runter oder ich pushe es direkt ins Repository. Also egal wie ich es drehe, ist es nicht sonderlich schön. Besonders wenn ich jetzt so zwei Abteilungen habe, die sehr eng zusammenarbeiten wollen, die sagen, also immer dann, wenn du einen Snapshot hast, dann will ich bei uns auf der Seite auch was triggern und möchte zusehen, dass ich da eben dann auch dieses Binary verwende. So, also spätestens da, muss ich mal überlegen, wie ich damit umgehe. Aber so richtig elegant ist das nicht. Es gibt eine Möglichkeit, die habe ich schon öfter gesehen, dass die sagen, okay, wir beziehen uns auf ein Source Code. Das heißt, wir haben ein Source Code Repository, da haben wir alle Zugriff drauf. Und wenn ich jetzt ganz enge Snapshots habe, dann baue ich einfach den Snapshot, sobald da ein Commit ist, baue ich auch und basiere da, laufe da drauf mit meinen Builds. Was ich damit gemacht habe, ist ja eigentlich nur, dass ich die Anzahl der Rebuilds extrem nach oben geschraubt habe, weil ich ja jetzt immer noch über
weil ich ja die Arbeit immer und immer wieder gleich mache. Also ich baue dasselbe Boundary immer und immer wieder. Und das ist nicht immer gleich. Und das, da muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass das nicht immer so ist, wie man sich das vorstellt. Dementsprechend, warum nicht ein Boundary, was erzeugt worden ist, dann auch wirklich so lange nutzen, wie es genutzt wird oder gebraucht wird. Also das über Quelltext ist doof. Jetzt habe ich aber Folgendes. Jetzt habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel bei Artifactory mit virtuellen Repositories zu arbeiten. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Meistens sehe ich allerdings, dass diese virtuellen Repositories einfach nur gebraucht werden, um zu aggregieren. Das heißt, ich habe also mehrere Remote-Repositories, die aggregiere ich unter einem logischen Namen und hole die. Was ich aber auch bei solchen Repositories machen kann, ist, dass ich zum Beispiel hingehe und ein Default-Push-Target angebe. Das heißt, ich kann nicht nur aus diesen virtuellen Repositories etwas rausholen, sondern ich kann auch reinpushen. Und da ich reinpushen kann, weiß das virtuelle Repository halt, wenn also hier was reingepusht wird, dann bitte redirekt auf dieses oder jenes Verzeichnis. Das ist eine sehr leichtgewichtige Angelegenheit bei virtuellen Repositories. Da komme ich gleich nochmal drauf zu, wofür man das nutzen kann. Aber wie gesagt, virtuelle Repositories als Aggregation, damit man mit logischen Namen arbeiten kann, die auf verschiedene Repositories gehen, kann man in beide Richtungen verwenden, nicht nur zum Lesen. Schauen wir uns doch mal an, wie die Frequenz von solchen Sachen sind. Also, wenn ich jetzt Feature Branches habe, dann erzeuge ich jede Menge Binaries. So, und diese Binaries brauche ich eigentlich nur, solange ich innerhalb des Feature Branches bin. Und sobald ich dann ein Merge auf Develop mache, dann kann ich eigentlich alle Binaries, die da waren, wegwerfen. Warum? Weil ich die ja nicht mehr brauche, weil die Quelltextänderung ist in Develop. Und da sie in Develop ist, wird sie beim nächsten Bauen ja aktiv. Das heißt, alle Binaries sind sowieso dann hinfällig von dem Feature Branch. Also könnte ich jetzt, sobald ich ein Merge mache, alles von diesem Feature Branch löschen. Das heißt, hier wäre es ja schon mal sinnvoll, wenn ich pro Feature Branch ein eigenes lokales Repository habe, da drin arbeite und sobald der Merge kommt, schmeiße ich das einfach weg. So, damit habe ich schon mal einen Punkt erreicht. Ich räume relativ gut auf. Jetzt stellt sich aber die andere Frage, wie mache ich das? Also die Frequenz, mit der ich Binaries in Feature Branches erzeuge, ist sehr, sehr hoch. Das heißt, das Datenaufkommen ist sehr hoch. Die kann ich aber auch sehr schnell wieder wegwerfen. Bei Develop ist es anders. Er ist ein bisschen langsamer, aber die brauche ich ein bisschen länger. Aber sobald ich da auf eine Version bin, also auf der nächsten Branch merge, zum Beispiel für Staging oder Release-Vorbereitung oder was auch immer, dann kann ich die ja auch wegwerfen. So, und das geht jetzt immer weiter. Und die Frequenz nimmt immer weiter ab, je weiter ich Richtung Produktion gehe. Und jetzt stellt man sich mal vor, wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt hat also jeder Feature-Branch ein eigenes Repository, dann Develop einen eigenen und so weiter. Damit bin ich schon mal sehr gut beim Aufräumen. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich noch diese Immutability noch mehr nutzen? Jetzt habe ich eine lange CI-Strecke, also eine CI-Strecke, die ganz viele Build-Steps hat. Und diese Build-Steps, die sind zum Beispiel relativ langlaufend. Die machen was mit NPM und dann mit Java und dann mit dies und dann mit das und so weiter. Wenn ich jetzt sozusagen sage, dieser Build-Vorgang hat ein virtuelles Repository. In diesem virtuellen Repository ist einmal der Vater, von dem ich sowieso alles mir hole. Und dann mit jeder Build-Stufe bekommt dieses virtuelle Repository ein weiteres lokales Repository dazu. Nämlich bei der Build-Stufe 1 noch das lokale von 1. Bei 2 hat es nicht nur die lokale Version von 1, sondern auch das lokale Repository von der Build-Stufe 2. Das Holen ist immer die gleiche Konfiguration, das Reinpushen ist auch immer dieselbe, nur bei jedem Build wird sozusagen das Default geändert, indem reingepusht wird. So habe ich jetzt jede Build-Stufe völlig separat, einzeln, derart, als dass ich die Binaries genau da drin habe von dieser einen Stufe. Also alle Binaries, die erzeugt worden sind von Stufe 1, sind im Lokal 1, die 2 von 2 und so weiter. Die nachfolgende Stufe sieht in dem virtuellen Repository aber alle Ergebnisse. Wenn jetzt eine Stufe fehlschlägt, dann muss ich nicht von vorne wieder anfangen, alles zu bauen, sondern ich kann immer wieder nur an dieser einen Bildstufe wieder anfangen zu bauen, weil die Ergebnisse vorher ja alle schon berechnet worden sind, erfolgreich durchlaufen sind und vor allen Dingen immutable sind. Ich benutze die Binaries einfach immer weiter. Und damit spare ich jede Menge Zeit, jede Menge Platz und ich habe auch ein sehr, sehr sauberes Vorgehen, weil fehlgeschlagene Builds eben nicht durchbluten in andere Bildstufen und so weiter. So, am besten ist, du probierst das einfach mal selber aus.
Dazu gehst du auf Plattform, also jfrog.com, Plattform Free Trial. Dort startest du eine Trial, das kann in der Cloud sein, dann dort 10 Minuten, Viertelstunde, dann hast du das Ding. Da ist ein Artifactory drin, X-Ray drin und so weiter, weil dann kannst du nämlich auch zu jeder Bildstufe oder zu jedem Repository gleich ja noch sagen, bitte prüfe mal, ob da irgendwelche Sicherheitslücken drin sind in den Binaries, die ich gezogen habe oder ob die Compliance-Angaben da stimmen und, und. Was machst du? Du startest also so ein Trial. Du kannst auch on-prem machen, musst nur selber installieren. Also ich würde es in der Cloud machen, dann kannst du erstmal rumspielen. Also, du machst ein Trial in der Cloud, dann erzeugst du da ein Maven-Repository, was zum Beispiel zu Maven Central oder Bintray oder was auch immer zeigt, damit du so einen Vater hast. Dann, wenn möchtest, kannst du eben so eine Watch drauflegen, dass du mit X-Ray das scannst, wie man Watches, Policies und Rules anlegt. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Dementsprechend schau da doch mal auf meinem Kanal nach, da habe ich einige Screencasts dazu, die du da als Referenz benutzen kannst. Dann setzt du Maven eben so von der Konfiguration an, dass das dein neues Maven-Repository benutzt und eben nicht zu Maven Central geht, sondern dahin geht, damit alles drin landet. Dann kannst du eben mit X-Ray das dann auch alles scannen. Maven Clean Verify, nachdem du erste Dependency eingetragen hast und voilà, dann siehst du schon, dass das Ganze läuft. So, jetzt kannst du dir das entweder mit dem JFrog-Plugin die Security-Informationen, dann Compliance-Informationen zum Beispiel direkt einblenden lassen oder eben in der Web-UI anzeigen lassen. Aber jetzt hast du das Grundprinzip, dass du jetzt mal verschiedene Steps bauen kannst und dann baust du dazu einfach ein virtuelles Repository, mehrere lokale Repositories und spielst einfach mal mit rum. Super einfach, sollte irgendwie eine Stunde Arbeit sein, dann bist du damit durch. Und ja, das war's auch schon. Also, ich wollte eigentlich nur nochmal zeigen, denke über virtuelle Repositories nach, benutze sie nicht nur zum Cachen, sieh zu, dass du möglichst lange deine Binaries benutzt, wenn du sie einmal erzeugt hast, damit du einfach, sagen wir mal, da keine CPU-Zyklen, Geld, Zeit und sonst was wegwirfst. Und ja, dementsprechend kann ich jetzt nur dazu ermuntern, das auszuprobieren. Und dann bin ich per Twitter erreichbar, das ist das Beste. Um mich anzupingen, wenn du Fragen hast, Anregungen hast oder vielleicht auch Wünsche, was ich als nächstes in einem Video bearbeiten soll, dann ja, melde dich einfach. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal subscribest, abonnierst und einen Daumen hoch zu diesem Video gibst. Damit verbleibe ich jetzt erstmal. Dir viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns. Zu Beginn werden wir uns anschauen, was so die schon vorhandenen Möglichkeiten bei JUnit 5 sind, um dann zu sehen, welche Dinge uns fehlen bzw. wo wir tun. Was wollen wir tun? Wir wollen uns heute kurz anschauen, wofür man Debian Repository braucht und wo die überall drin sind, damit man einen Überblick hat. Hallo und herzlich willkommen zu Functional Reactive with CodeJava. Dabei handelt es sich um eine Serie, das werden mehrere Teile werden und dementsprechend bist du jetzt hier genau beim Intro und dem ersten Teil. Was wir heute tun? Wir werden erstmal über das Warum sprechen, also warum solltest du das eigentlich tun. Dann werden wir einen kleinen Überblick darüber haben, welche Layer innerhalb der Produktion wir uns anschauen werden. Dann schicken